Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir wollen uns in dem nun folgenden Panel mit dem Thema neue Wege in der Korruptionsprävention durch mehr Transparenz beschäftigen. Auslöser für dieses Thema, das für die Verwaltung sehr relevant ist, da spreche ich aus Erfahrung als jemand, der Verwaltung geleitet hat, ist ein Aufsatz von Alexander Nawalny gewesen, wo er darauf hinweist, dass Korruption das Grundübel ist. Er bezieht das sehr stark auf die autoritären Staaten. Aber wir sehen es auch in unserem Land als ein Problem an. Und diesem Thema und wie man Korruption begegnen kann, wollen wir uns widmen. In unserer Definition, Hartmut Bäumer ist mein Name, ich bin der Vorsitzende von Transparency hier in Deutschland. In unserer Definition ist Korruption Missbrauch anvertrauter Macht zu privaten Zwecken. Das ist also weiter als die strafrechtliche Korruption. Aber sie ist deswegen auch weiter, weil es eben auch in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedliche Vorschriften gibt und wir sozusagen das Übel an der Wurzel fassen müssen. Das hier versammelte Podium zu meiner Linken, Professor Sebastian Wolf und ein zweiter, der Rechtsanwalt Jakob Philipp Emanuel Wende, wollen uns mit drei Spezifika von Korruptionsgefährdungen beschäftigen und mit der Frage, wie Transparenz sozusagen dagegen wirken kann. Herr Wolf wird sich mit der Frage von Korruptionsanfälligkeit innerhalb der Pandemie beschäftigen und Herr Wende wird sich mit dem Thema Geldwäsche beschäftigen. Ich selbst gebe jetzt einen ganz kurzen Input zu einem generellen Thema zur Transparenz. Warum überhaupt Transparenz? Aus unserer Sicht ist Transparenz von auch Verwaltungsvorgängen, auch von Vorgängen in Unternehmen sozusagen das eigentlich wichtigste Mittel zur Korruptionsprävention. Denn jede Person, die fürchten muss, dass das, was sozusagen in Geheim ausgehandelt wird, öffentlich wird, wird sich vorher dreimal überlegen, ob er oder sie diesen Weg geht. Wir haben selber die Erfahrung gemacht, und jetzt komme ich auf die deutsche Situation als Organisation, dass es nicht so weit her ist mit den Transparenzsituationen bei uns. Und zwar deswegen, weil wir zwar ein IFG, Informationsfreiheitsgesetz, und ein UIG, Informationsgesetz haben. Das wirkt aber nur dann, oder diese Gesetze wirken für die Bürgerinnen und Bürger oder eine NGO wie unsere nur dann, wenn die Behörden auch wollen. Wir haben zum Beispiel im Dieselskandal eine Anfrage ans Bundesverkehrsministerium gestellt und wollten genauere Auskunft darüber haben, wie denn die Abschalteinrichtungen bewertet wurden, warum es zu diesem Skandal kommen konnte. Wir haben 3 Jahre verhandelt mit dem Verkehrsministerium, über 2 Jahre beim Verwaltungsgericht geklagt und es ist nichts dabei herausgekommen, außer für die Anwaltskanzlei KPMG, die von Herrn Scheuer dafür 300.000 Euro bekommen hat. Wir haben im Sommer entschieden, wir nehmen die Klage zurück, weil wir das finanziell auch gar nicht leisten können, aber auch, weil es sinnlos ist, vielleicht in 5 oder 6 Jahren Ergebnisse zu bekommen, die dann ohnehin öffentlich sind. Also IFG und UIG sind stumpfe Schwerter und was setzen wir dagegen? Wir fordern ein Transparenzgesetz, was es jetzt in wichtigen Ansätzen in Hamburg schon gibt seit einigen Monaten und was in Baden-Württemberg auch mit unserer Unterstützung jetzt in die Wege geleitet wird. Zentrales Thema dieses Transparenzgesetzes ist die Umkehrung der Darlegungspflicht, also nicht mehr der Bürgerin, die Bürgerin und der Bürger muss sozusagen darlegen, was sie wollen, sondern der Staat ist verpflichtet, offenzulegen, was er an Informationen hat. Juristisch kann man sagen, von der Hohlschuld zur Bringschuld, Hohlschuld des Bürgers. Und wie gesagt, da ist Hamburg schon einen ganz weiten Weg gegangen, dass nämlich alle Informationen, die da sind, die relevant sind, ins Netz gestellt werden müssen und wenn dann weitere Fragen kommen, müssen die beantwortet werden. Es gibt nach wie vor eine Schwachstelle, nämlich wie geht man mit Betriebsgeheimnissen und Geschäftsgeheimnissen um. Das ist ja sehr leicht, dass sich sowohl Behörden wie auch Unternehmen darauf berufen und das ist ja auch nicht immer falsch. Es gibt Dinge, die geheim bleiben müssen aus Wettbewerbsgründen. Aber unsere Erfahrung ist,
dass das vorgeschoben wird, um auch sogar bekannte Tatsachen nicht mehr einzustellen. Und deswegen wäre unsere weitergehende Forderung, dass wir eine Ombudsstelle, eine neutrale Stelle einrichten, die diese Frage, ist das geheimbehaltungsbedürftig oder nicht, überprüft und danach wird gesagt, was offengelegt werden muss. So viel von mir in diesem Zusammenhang und ich gebe jetzt sehr gerne weiter an Sie, Herr Wolf, weil das auch sozusagen sehr praktisch wird, was Sie jetzt uns vortragen können, was uns die letzten anderthalb Jahre besonders beschäftigt hat, nämlich die Pandemie. Vielen Dank, Herr Bäumer. Ja, mein Thema ist, es sind Probleme von Betrug, Korruption und Misswirtschaft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Letztes Jahr hat Transparency Deutschland ein Positionspapier veröffentlicht mit der Überschrift die Corona-Pandemie ein Katalysator für mehr Korruption. Das waren sozusagen damals, also vor über einem Jahr, noch überwiegend Vermutungen, auch vor dem Hintergrund von Erfahrungen, die man gesammelt hatte, was könnte passieren in diesem, in solchen Zusammenhängen. Und jetzt über ein Jahr später wissen wir, dass sich vieles, was in diesem Positionspapier sozusagen sich findet, tatsächlich, also einige Befürchtungen bewahrheitet haben durchaus. Die Aufarbeitung sozusagen, die hat erst so schrittweise angefangen, aber also viele Punkte, die sich in diesem Positionspapier finden, sind durchaus sozusagen Realität geworden. Und was ich Ihnen jetzt so ein bisschen in ein paar Minuten vorstellen möchte, sind also erste Ergebnisse aus einem interdisziplinären Publikationsprojekt, das einige Kollegen aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie und aus der Rechtswissenschaft in den letzten Monaten zusammengetragen haben. Wie gesagt, erst einige Befunde, die im Herbst dann veröffentlicht werden sollen. Man kann sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Wirkungsrichtungen oder Mechanismen, die diskutiert werden zwischen diesen zwei Phänomenen, Pandemie und Korruption. Der erste Punkt, der bei uns in Deutschland nicht so stark diskutiert wurde, aber mehr so im internationalen Bereich und auch im Entwicklungskontext, ist die Frage, dass Korruption die Pandemiebekämpfung erschwert. Was man bisher sozusagen oft schon aus Bereichen der Gesundheitspolitik weiß, dass wenn sozusagen Mittel abgezogen werden, veruntreut werden, in andere Kanäle fließen, dass die dann fehlen für gute öffentliche Politik. Das ist so ein Bereich, der in Deutschland weniger thematisiert wurde. Der zweite Wirkungsmechanismus, der umgekehrt ist, der ist bei uns viel stärker thematisiert worden, auch in dem Positionspapier schon von Transparency, nämlich die Tatsache, dass die Pandemie Gelegenheit Strukturen für mehr und neue Korruption schaffen könnte. Also sozusagen eine andere Kausalitätsvermutung als das, was ich eben gesagt habe. Und da und in diesem Bereich sozusagen bewegen sich auch meine weiteren Ausführungen. Man muss natürlich sagen, dass gerade in den ersten Monaten der Pandemiebekämpfung Politik und Verwaltung sehr schnell, sehr umfassend handeln mussten und wir hier öffentliches Agieren hatten unter extrem hoher Unsicherheit. Ja, das muss man sozusagen immer in Rechnung stellen. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Aber sozusagen die Grunddiskussion war immer, die sich jetzt auch zwischen verschiedenen Akteuren widerspiegelt, gerade auch zum Beispiel in der Diskussion zwischen dem Bundesrechnungshof und verschiedenen Ministerien, insbesondere dem Bundesgesundheitsministerium, ist die Frage, muss man in so einer extremen Pandemiesituation alle Regeln, die man bisher hat, für Korruptions- und Betrugsprävention und auch sonst für gutes Verwaltungshandeln über Bord schmeißen, nach dem Motto whatever it takes, oder gibt es sozusagen gewisse Rahmenvorgaben, die man in allen Situationen trotzdem aufrechterhalten sollte? Und das ist auch die Frage, wie stark sollten dann Transparenz Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Und was wir halt auch gesehen haben, ist doch, dass oft solche Phänomene wie Betrug, Korruption und Misswirtschaft sehr schwer voneinander zu trennen sind. Also die gehen fließend ineinander über teilweise, sind teilweise nicht so gut voneinander abzugrenzen sozusagen. Damit beschäftigen sich dann teilweise eben jetzt im Nachgang auch noch die Gerichte, lassen sich bestimmte Phänomene, die aufgetreten sind, unter Straftatbestände subsumieren oder nicht. Ich möchte
kurz vielleicht auf vier Bereiche eingehen, in denen sozusagen Corona-spezifisch Betrugs- und Korruptionsfälle aufgetreten sind. Der erste Bereich, und das ist auch sozusagen derjenige, der die meiste Öffentlichkeitswirksamkeit generiert hat, war die Beschaffung von Schutzmaterial, insbesondere von Schutzmasken. Das war sozusagen gerade in der Anfangsphase ein heißes Thema, weil es da auch eine extreme Knappheit gab. Wir hatten sozusagen zu verschiedenen Phasen der Pandemiesituation verschiedene Formen von Ressourcenknappheiten. Und wenn man eins sozusagen gelernt hat im Umgang mit Korruption, ist, wenn es irgendwo Ressourcenknappheiten gibt, also wo der sozusagen der Zugang zu bestimmten Mitteln begrenzt ist, dann sozusagen sind die Anreize hoch, dass man auch Regeln bricht, um den Zugang zu bestimmten Ressourcen zu bekommen. Also der erste Bereich ist eben diese, die Beschaffung oder generell die öffentliche Auftragsvergabe, in die hohe Summen geflossen sind und teilweise wohl auch immer noch fließen. Und da gab es diese vier sogenannten Maskendeals von Unionsabgeordneten, die also die vor einigen Monaten besonders viel Öffentlichkeitswirksamkeit auch generiert haben. Und da sind Ermittlungen immer noch laufend, zumindest in einigen dieser Fällen. Und die Frage ist tatsächlich, ob zum Beispiel der Straftatbestand der Abgeordnetenbestechung da einschlägig ist oder nicht. Also die Münchner Staatsanwaltschaft vermutet es, aber es gibt auch viele, die sagen, nein, sozusagen das fällt raus. Und dann müsste man sozusagen dann auch vielleicht fordern, ob man nicht da den Straftatbestand überarbeitet. Also das würde ich sagen. Der ist so schlecht gefasst, dass man eigentlich Bestechungstatbestände gar nicht fassen kann. Eben. Aber immerhin haben wir in diesem Bereich tatsächlich auch schon eine Gesetzesreform gesehen, sozusagen in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, also oder in einer der letzten Sitzungen im Juni hat der Bundestag noch ein Gesetz verfasst. Relativ weitgehende Regelung, also die Transparenzregelung, die Offenlegungspflichten für Abgeordnete, was die Nebentätigkeiten anbelangt, wurden nochmals deutlich verschärft. Und es wurde auch untersagt, bestimmte Lobby- und Geschäftstätigkeiten von Abgeordneten gegenüber Ministerien. Das war nämlich sozusagen auch gerade das Problem, dass eben diese Abgeordneten ja sozusagen bei Geschäften gegenüber Bundes- bzw. Landesministerien involviert waren. Zweiter Bereich ist Thema Impfung. Sozusagen ist ja auch ein sozusagen wichtiges Thema im Zusammenhang mit der Pandemie. Da möchte ich nur kurz zwei Fälle, die nicht eben so öffentlichkeitswirksam waren, wie diese Maskendeals ansprechen. Der eine Fall war, Oberbürgermeister von Halle hat sich Anfang des Jahres, als die Impfmittel noch ein sehr knappes, rares Gut waren, sozusagen, und andere Kommunalpolitiker aus Halle haben sich ohne eine entsprechende Impfberechtigung, da gab es ja diese Impfpriorisierung, Impfungen verschafft. Und auch da wird noch ermittelt. Das ist für uns jetzt schon wieder sozusagen fast kalter Kaffee, wo man ohne Termin mittlerweile Impfungen bei IKEA sozusagen bekommt. Aber sozusagen vor einigen Monaten, als es noch eine drastische, knappe Ressource war und die entsprechenden Regelungen gab, war das ein wichtiges Thema. Und einen zweiten Fall gab es, wo aus einem italienischen Luxusressort aus Sardinien über 100 Angestellte nach München eingeflogen wurden und dort von drei deutschen Ärzten am Flughafen geimpft wurden, ohne dass natürlich diese Angestellten als italienische Staatsbürger, die nicht in Deutschland beschäftigt sind, eine Impfberechtigung gehabt hätten. Auch da gibt es noch Ermittlungen. Das sind sozusagen zwei Fälle zum Bereich Impfung. Dann gibt es noch diesen Bereich Corona-Test, der jetzt vielleicht für Korruption nicht so einschlägig ist, aber für diesen ganzen Bereich wurde da vielleicht Misswirtschaft geübt. Und sozusagen auch der letzte Bereich ist so der Bereich Wirtschaftshilfen. Auch da sind viele und große Gelder geflossen. Da gibt es einen Haufen Fälle, wo Einzelpersonen Subventionsbetrug im sechs- oder siebenstelligen Bereich versucht haben, bis hin zu Fällen, der vielleicht dann eher sozusagen wieder in den Bereich Korruption oder Interessenkonflikte geht, wo ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der auch im Gesundheitsausschuss sitzt, selbst Physiotherapeut ist, massiv dafür geworben hat beim Bundesgesundheitsministerium, das erst dagegen war, dass ein spezielles Soforthilfeprogramm für Physio- und Ergotherapeuten aufgelegt wurde, wurde dann letztlich doch gemacht. Und der hat also sozusagen ein eigenes Gesundheitszentrum mit vielen Angestellten und profitiert quasi direkt von diesem
Soforthilfeprogramm, das er sozusagen mit auf den Weg gebracht hat. So viel vielleicht dazu. Und die Überleitung, aber wie gesagt, wir befinden uns eher noch, erst noch sozusagen in der Phase der Aufarbeitung, politisch, juristisch, wissenschaftlich. Und vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema Geldwäsche ist, dass einer der prominentesten Fälle eben dieser Maskendeals, nämlich der die Abgeordneten Nüßlein und Sauter betrifft, durch eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung einer liechtensteinischen Bank erst zutage kam. Dadurch hat dann die Staatsanwaltschaft in München mit den Ermittlungen angefangen. Ja. Vielleicht darf ich noch eine Ergänzung machen, um auch ein bisschen so die Dimensionen, was das den Staat kosten kann, wenn man nicht Transparenz agiert, auf eins hinweisen. Der Bundesgesundheitsminister Spahn hat bei diesen Maskenbeschaffungen das sogenannte Open-House-Verfahren angewandt. Das wurde von Ernst & Young ihm empfohlen. Ernst & Young sind auch in manchen anderen Dingen, jedenfalls für Transparency, eine problematische Organisation, die aber weltweit agiert. Und durch dieses Open-House-Verfahren sind jetzt so viel mehr Masken dem Minister angedient worden und er muss sie eigentlich übernehmen und ist jetzt mit Prozessen überhäuft. Da geht es letztlich auch um Milliardensummen, weil er die Masken gar nicht gebrauchen kann und die liegen jetzt da und vergammeln. Also auch da, das sage ich mal als Mensch aus der Verwaltung, wenn man die Verfahren, die vorgesehen sind, auch in so Stresssituationen nicht anwendet und dann vielleicht auch immer noch selber in der Gefahrenzone ist. Da ging es ja auch um Maskenbeschaffung aus der Schweiz, von einer Enkelin von Frau Hohlmeier, die Tochter von Herrn Strausser. Da muss man sehr aufpassen, politisch, aber auch sozusagen, was das Risiko angeht von Kosten, die auf den Staat zukommen. Das wollte ich nur zwischendurch sagen. Herr Wende, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Wolf. Ja. Ich möchte vielleicht einen ganz kurzen Rahmen schlagen, was das Thema Geldwäsche angeht, weil das Geldwäsche steht ein wenig über dem ganzen Thema, hängt ganz eng mit Transparenz zusammen. Man kann sagen sogar, der natürliche Feind der Geldwäsche ist die Transparenz. Sie hatten ja eindrucksvoll den Fall erzählt, der über eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung einer Liechtensteiner Bank stattgefunden hat. Was passiert da? Was ist eigentlich die Grundlage für dieses Thema? Das Geldwäschegesetz. Und dieses Geldwäschegesetz sieht vor, dass man die Leute identifiziert. Es geht um das sogenannte Know Your Customer, kenne deinen Kunden. Die Bank ist verpflichtet, so wie auch andere Unternehmen nach dem Geldwäschegesetz, auch Notare, Rechtsanwälte, Güterhändler, das heißt also Luxus, Immobilien, Themen fallen darunter. Diese ganzen Unternehmen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, sind gezwungen, ein sogenanntes Know-Your-Customer-Verfahren durchzuführen. Know-Your-Customer, kenne deinen Kunden, heißt, man muss Daten des Kunden feststellen. Man muss die Daten, die der Kunde einem gibt, auch überprüfen. Das heißt, kann ich wirklich davon ausgehen, dass diese Person, die vor einem steht, wirklich die Person ist, für die sie sich ausgibt? Und es sind bestimmte Risikoerwägungen dabei einzuführen. Und da gibt es einen ganz engen Zusammenhang. Insbesondere ist ein großes Risiko das Thema PEP, politisch exponierte Person. Und in dem Zusammenhang ist eine enge Verbindung zu dem Thema Korruption regelmäßig vorhanden. Und diese Personen müssen nach dem Geldwäschegesetz besonders risikobehaftet kontrolliert werden. Und die Verdachtsmeldung wird wahrscheinlich dieses Thema erfasst haben. Die Bank wird festgestellt haben, dass hier Summen stattgefunden haben, dass hier eine Person, eine politisch exponierte Person auch gehandelt hat. Und dementsprechend wird sie gezwungen sein, auch eine Verdachtsmeldung nach dem Geldwäschegesetz abzugeben. Dieses ganze Thema Geldwäsche ist dementsprechend ein ganz wichtiges Instrument, um Korruption, um Transparenz herzustellen und Korruption zu bekämpfen. Warum ist das ein Thema, was jetzt gerade so groß ist? Wir sprechen über das Geldwäschegesetz, der sich damit auseinandersetzt, von einem Gesetz, was seit 1993 schon besteht, also über ein Gesetz, was sehr lange vorhanden ist. Allerdings sieht man jetzt gerade in den letzten paar Jahren eine besondere mediale Präsenz, was das Thema Geldwäsche angeht. Woher kommt es? Deutschland ist nicht nur gegen organisierte Kriminalität und will dagegen vorgehen, sondern es gibt auch erheblichen Druck von außen. Die sogenannte Financial Action Task Force on Money Laundering prüft Deutschland auf internationale Standards der Geldwäschebekämpfung. Und was man vielleicht gemeinhin gar nicht immer denken mag, Deutschland steht gar nicht so gut da.
Insbesondere ist immer sehr eindrücklich, dass die Staatsanwälte oder Staatsanwälte aus Italien hier nach Deutschland kommen und Deutschland sagen, dass hier offensichtlich große kriminelle Strukturen aus der Mafia abgewandert sind und die hier in Deutschland Geld waschen. Warum ist es damit ein großes Thema? Natürlich, weil die FATF dann durch diese Evaluation, durch diese Prüfung sich das Thema angucken könnte und Deutschland kein gutes Zeugnis ausstellen würde. Was ist die Folge von so einem Zeugnis? Man kann aktuell sehen, dass bei einer Graulistung dieser internationalen Organisation, der FATF, wie zum Beispiel bei Malta, das erhebliche Auswirkungen hat, auch auf den Handelsverkehr. Das heißt also, die FATF, wenn sie in ein Land reingegangen ist, wenn ein schlechtes Zeugnis bestellt worden ist, eine Graulistung oder sogar gegebenenfalls eine Schwarzlistung, dann besteht die Gefahr, dass alle anderen Länder damit aufgerufen werden, mit diesem Land, wo offensichtliche Probleme bestehen, ein erhebliches Risiko haben und dementsprechend der Handel mit diesem Land, mit Unternehmen, mit Personen eingeschränkt und insbesondere auf Geldwäsche überprüft werden kann. Das heißt also, es könnte volkswirtschaftliche extreme Auswirkungen haben, wenn Deutschland in diesem Punkt nicht gut aufgestellt ist. Das heißt, wir müssen auch nicht nur von den Unternehmensseite, die verpflichtet sind, was Geldwäsche angeht, sondern auch von der Politik, insbesondere aber auch von der Behördenseite schauen, dass wir dieses ganze Thema effektiv und intensiv angehen. Was vielleicht an dieser Stelle nochmal interessant ist, weil es gerade ein aktuelles Thema ist, ist das sogenannte Transparenzregister. Passt ja auch vom Wort ein wenig in das ganze Thema. Transparenzregister ist etwas, wo ich persönlich sagen muss, dass man aus mehreren Gründen hätte es viel effektiver angehen können und viel, ja, im Kern hätte man sich viele Gedanken machen können, um es insgesamt besser zu strukturieren. Vielleicht sagen Sie gerade noch mal, worum es da geht. Sehr gerne. Das Transparenzregister ist ein Register, wo der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte drin steht. Vielleicht zurück zu dem Beispiel der Bank. Die Bank muss den Kunden identifizieren. Wenn der Kunde allerdings ein Unternehmen ist, wer wird dann auftauchen? Da wird gegebenenfalls ein Prokurist, ein Stellvertreter, der Geschäftsführer auftauchen. Aber wer ist denn wirklich derjenige, der die Kontrolle über dieses Unternehmen hat? Und die Kontrolle über das Unternehmen ist der sogenannte wirtschaftlich Berechtigte. Wie man hier auch sehen kann, sind die Begrifflichkeiten, was den Geschäftsführer angeht, was den Eigentümer angeht, wie hoch muss das Eigentum des Unternehmens sein. Es gibt bestimmte Schwellenwerte, an die man sich halten kann, aber man merkt, wie schnell komplex das ganze Thema ist. Diese Personen, die als wirtschaftlich Berechtigte qualifiziert werden, müssen in diesem Transparenzregister eingetragen werden. In dem Transparenzregister, es handelt sich dabei um eine europäische Vorgabe, hätte man schon auf der europäischen Unionsebene schauen können, dass man ein einheitliches Register herstellen können. Das hat man versäumt, was sehr schade war. Die einzelnen Mitgliedstaaten sind angewiesen, das Thema selbst zu behandeln, was dazu geführt hat, dass die Register, wie zum Beispiel hier in Deutschland, ein Handelsregister hat und dann zusätzlich noch ein Transparenzregister. In anderen Staaten, zum Beispiel in England, ist das ganz anders strukturiert. Zu was führt es? Kommen wir wieder zurück zu dem Beispiel der Bank. Wenn die Bank einen Kunden hat, der aus einem anderen Mitgliedstaat hat, dann muss sie sich damit auseinandersetzen, wo finde ich denn das Transparenzregister in diesem anderen Mitgliedstaat? Im besten Fall ist das Transparenzregister in Englisch, sodass sie dann auch wirklich verifizieren kann, sind diese Probleme dort. Hier gibt es wahnsinnig viele Effizienzprobleme, die bestehen, die sich so weit hingehen, dass hier auch in Deutschland ein großes Problem darin besteht, dass unterschiedliche Ansichten der zuständigen Behörden bestehen. Die beispielsweise zuständige Aufsichtsbehörde für die Banken, die BaFin, teilt unterschiedliche Ansichten als die zuständige Aufsichtsbehörde für das Transparenzregister, das sogenannte Bundesverwaltungsamt. Das bedeutet für die Privatwirtschaft ein riesen Minenfeld. Wann weiß ich jetzt, wen ich da eigentlich eintragen muss, wenn die ein oder anderen dort unterschiedliche Ansichten zu dem Thema haben? Man muss sagen, alles ist Bußgeld bewährt. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt auf das Bundesverwaltungsamt sehen, eindrucksvoll sehen, dass schon über 400 Leute dort aufgelistet sind, die gegen das Transparenzgebot in dem Zusammenhang verstoßen haben. Also hier ist wirklich der Appell an die Behörden, an die Politik und natürlich an die Unternehmen, wenn man dieses Thema Geldwäsche intensiv angehen möchte und muss, wie ich finde, dass man dort effizient rangeht. Vielen Dank. Da wir in Berlin sind, vielleicht noch ein Hinweis, der sich quasi hier vor der Haustür abgespielt hat oder noch abspielt, nämlich beim Immobilienerwerb. Checkpoint Charlie, haben alle vielleicht schon mal von gehört, ist ein großes Projekt, wo es um viel Geld geht und auch um starke Interessen. Und da ist es so gewesen, das ist ein Konglomerat, ich
wenn ich es richtig entsinne, von russischen Firmen, die da jedenfalls in Erscheinung getreten ist. Aber nie war klar, wer ist denn nun eigentlich der wirtschaftlich Berechtigte? Das sind verschachtelte Unternehmen und dann kann man das auch nicht zurückverfolgen. Jetzt komme ich nochmal zu Nawalny, nicht? Also der gesagt hat, also unsere Führungskräfte, besonders Putin und andere, sind doch da alle drin verwickelt. Und man muss dann davon ausgehen, dass diese Firmen jedenfalls mit einigen dieser Oligarchen auch zu tun haben. Also von daher ist das auch da dann ein ganz wichtiger Punkt, wo Deutschland, ich glaube, auch im internationalen Bereich Nachholbedarf hat. Jetzt läuft, glaube ich, gleich die Uhrzeit ab. Das nutze ich für zwei Dinge. Nochmal Ihnen herzlich zu danken und auch Ihnen zu sagen, so tolle Mitarbeiter, Ehrenamtliche haben wir. Das ist nämlich wunderbar und ich freue mich besonders, dass Sie ein bisschen jünger sind als ich und ein paar andere. Und dann vielleicht noch ein Hinweis, das ist ein bisschen Werbung. Wir haben unter dem Titel Mehr Transparenz wagen, das Anknüpfen an Mehr Demokratie wagen von 69, unsere 21 Forderungen aufgestellt an die neue Bundesregierung. Und da finden sich diese Themen auch. Ich sage das jetzt mal für alle, die sich da interessieren, gerne. Und wer Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, auch immer gerne. Da freuen wir uns, wenn viel Know-how in unseren NGO kommt. Haben Sie herzlichen Dank und Sie beide auch. Danke.